Plus 17 MP3. Eine längere Bezeichnung, als jeder Impfstoff es haben kann. 1963 mit 55 PS und 1500 Kubik. Karl-Heinz Denker und Rainer Stratmann kommen jetzt hier rüber. Ja, der Ford Taunus wird jetzt hier gefragt, meine Damen und Herren. Jetzt dürfen Sie gerne nochmal applaudieren. Ja, Karl-Heinz? Nein, da bist du der Rainer. Also ich meine, irgendwie was stimmt hier nicht. Karl-Heinz und Rainer, das ist schon ein bisschen Diskriminierung, ne, würde ich sagen, oder? Was ist denn dahinter? Da ist der Karl-Heinz oder ist, da ist der Rainer? Ja, ja, da müssen wir noch mal klären hier, ne? Ja. Woher soll ich das auch wissen? Aber das ist klar, dass da natürlich der Rainer nicht ist, der auf der einfacher Seite sitzt. Also auch ein ganz, ganz schönes Fahrzeug, dieser Taunus 17M, zweifarbig hier gehalten. Außergewöhnliche Farbgebung, finde ich. Ne? Sieht man auch nicht so häufig. Der 1960 vorgestellte Taunus P3, der dritte Produktionsreihe der Ford-Werke in Köln seit Ende des Zweiten Weltkriegs, ist ein Wagen der oberen Mittelklasse von Ford. Er präsentierte sich in einer vom Designer Uwe Bahnsen kreierten, neuartigen, sachlichen Form, wie man hier so sagt, für die der Slogan Linie der Vernunft geprägt wurde. Mein Gott. Die ihm aber auch den Spitznamen Badewanne eintrug. Naja, also wie eine Badewanne sieht er jetzt nicht aus. Ne? Da muss man schon viel Fantasie haben. Ich finde die Linienführung schön von diesem Fahrzeug. Das Fahrzeug in einem seltenen Aubergine-Lila lackiert. Und das Dach natürlich weiß gehalten, wie alle schön sehen können. Farbe wurde nur circa 2000 auf 2000 Fahrzeugen so lackiert, meine Damen und Herren. Tolles Ding. Ich hoffe, eure die Jury ist noch da, ne? Die Jury ist noch da. Oh, ah, ich sehe schon. Die erste Jury hat eine Gerstenkeilschale sich genommen. Ja, so wird's besser. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, meine Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächstes Mal wieder. Der Franz muss nachher hier verkaufen. Die ganzen Einladungen. Ja, wir haben gar keine Zeit. Porsche 911 S Targa mit der Startnummer 14, meine Damen und Herren. Aber wir sind jetzt auch gleich. Im Baujahr 1981 mit 204 PS und 3 Litern Hubraum. Rainer Scholz und Stefanie Bichert sitzen hier in diesem tollen Gefährt. Seit 1995 im Familienbesitz. Nach langer Standzeit übernommen, wieder auf die Straße gebracht. Rainer und Stefanie, ich hoffe, habt ihr heute auch ganz viel Spaß gehabt bei dieser Ausfahrt. Und wir sehen uns in diesem ganz, ganz tollen Porsche Targa im nächsten Jahr wieder. Schönes Ding. Sehr zu beneiden. Dankeschön. Weiter geht's mit der Startnummer 33, Porsche 914. Baujahr 1974 mit 100 PS und 1971 Kubik. Klaus Bitsch und Irmgard Bitsch sitzen hier in diesem Fahrzeug. Ja, luftgekühlter Boxermotor, haben wir heute auch schon mal gesehen. Tolles Teil, wirklich schöne Fahrer, also tolle Felgen auch drauf, wie ich finde. Und ich sehe gerade, Teilnehmerauto war 1974 bis 1977 im Einsatz der Polizei auf der Autobahn unterwegs, meine Damen und Herren. Ja, da höre ich gerade, den kenne ich. Haben wir früher immer die Knollen hier verpasst, nur hier auf der A40, den habe ich schon, oh, oft hat den schon angehalten. Also, schönes Fahrzeug, toll, dass dieses Fahrzeug noch erhalten geblieben ist, nach diesem harten Einsatz wahrscheinlich auch für die Ordnungshüter. Dankeschön, Klaus und Irmgard, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe auch, ihr seid im nächsten Jahr wieder dabei. Startnummer 46, BMW E30 316i, Baujahr 1990 mit 102 PS, 1600 Kubik. Andreas Hören sitzt in diesem Fahrzeug. Der Moritz, den hat es auch zerrissen. Der sitzt wahrscheinlich auch schon im Bierpavillon. Ja, er nickt. Mit dem BMW E30 werden die Fahrzeuge der zweiten Reihe, der Dreier-Modellreihe bezeichnet. Vielen lieben Dank, dass ihr auch dabei gewesen seid. Ein
auch gut erhaltenes Fahrzeug, wie ich finde. Originalfelgen drauf. Ja. Schönes Ding. Andreas, wir sehen uns später noch. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Was der Mann auch? Wolltest du die Nummer? Andreas, du musst die Nummer hier gleich noch abgeben. Der Typ wird gefragt. Das war schon, kriegst du raus. Ja, so. Alfa Romeo 90, meine Damen und Herren, mit der Startnummer 47 jetzt nun hier vorne. Baujahr 1984 mit 156 PS und 2,5 Liter Hubraum. Frank Berendensen. Entschuldigung, ich habe schon, ich kriege ja nichts zu trinken. Sarah Kuhl, dritter Klasse 4 in 2019. Viertürige Limousine. Auch eine schöne Farbgebung, wie ich finde. Ist auch schon ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Ist sie selten? Oder haben wir die oft so gesehen? Ich finde, die sieht toll aus auf dem Fahrzeug. Offizielle Modellbezeichnung lautete Alpha 90. Der Alpha 90 verfügt über einige Besonderheiten. Eine geschwindigkeitsabhängige Variante Frontspoiler sollte die Straßenlage verbessern. Kannst du dem auch so zustimmen? Die Straßenlage wurde verbessert. Ja, jetzt will ich mal sehen. Aber selbstverständlich. Aha. Aha. Für die andere Seite, ja, du musst das auch, die Fachjury muss das hier sehen, ja? Ah, guck an. Siehst du? Ja, bestimmt. Wenn die Modellreihe so, ja. ABS-Bremssystem wurde sogar angeboten, aber hat er nicht. Er sagt direkt, nee, hat er nicht, will ich nicht haben. Alle vier Räder müssen stehen, wenn ich hier auf die Bremse trete. Frank und Sarah, hattet ihr denn heute auch Spaß? Guck mal, der Franz, ne? Der macht mich fertig. Moment, ich muss runterkommen, ich kann nicht rüberspringen. Warte. Also zu diesem Team muss man etwas sagen. Der Fahrer ist der Frank Behrensen, schon jahrelanger Teilnehmer der ACV Classic, kommt heute Morgen hier an und hat keinen Co-Piloten. Auf dem Co-Piloten sitzt Nicole Neisters. Nicole Neisters hat einen Oldtimer, wollte mit ihrem VW-Bus mitfahren, hat keinen Co-Piloten gefunden. Und da haben wir heute Morgen ganz einfach eine neue Teambildung gemacht. Und so ist die Sache zustande gekommen. Also der Name der Dame stimmt nicht, aber wir haben ein tolles Team heute auf der Strecke gehabt. Vielen Dank dafür. So, haben wir das auch richtig gestellt. Mein lieber Franz. Wie kann ich das wissen? Aber schön, dass du das aufgeklärt hast. Dankeschön.